Okay, Leute, jeder hat davon gesehen, gehört, ob jetzt bei KuchenTV oder bei anderen YouTubern. Was ist da mit Leroy los? Man hört hier, man hört dies, man hört das. Und ich möchte mir jetzt tatsächlich ein eigenes Bild davon machen, was jetzt eigentlich wirklich los ist. Warum schießen andere Streamer auf ihn? Was ist da passiert? Ich war nicht so in der Materie drin. Warum interessiert mich das so? Ich war selber bei Leroy zu Gast, beziehungsweise ich einmal bei ihm und dann hat er mich besucht. Wir haben zwei fette Talks abgedreht. Das eine hat irgendwie über 1 Million Views, das eine 200.000 Views oder so. Und er hat mich gut und nett behandelt. Bei mir gab es keine Probleme. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, was ist da eigentlich los? Und das möchte ich mir jetzt ansehen. Deswegen gehen wir mal direkt rein und dann können wir mal darüber diskutieren. Krass, wieso, weshalb, warum? Philosophieren, was ist da los? Und als ich damit YouTube angefangen habe, war meine Mission, den Menschen da draußen, also euch, zu zeigen, dass der Rollstuhl oder eine Behinderung oder sonst irgendein Schicksal nicht automatisch bedeutet, dass das Leben vorbei ist oder scheiße sein muss. Ich versuche mal so kleine Steps für euch zu machen. Wir haben jetzt uns die ersten 2 Minuten angeguckt. Also das erste Mal, was er auch sehr gut macht, muss ich sagen, in dem Video, er holt die Menschen emotional ab. Wer ist er eigentlich? Wie lange macht er das eigentlich schon? Was hat er in der ganzen Zeit erlebt? Was ist aus seinen Videos geworden? Beziehungsweise was konnte er damit bei anderen Menschen erreichen? Erstmal sagt er, ey, ich bin der und der. So lange haben wir das jetzt schon gemacht. Das und das ist uns passiert. Er holt uns erstmal ab, was Leroy, wer er ist, was er so gemacht hat. Ist auch sehr gut für Leute, die ihn gar nicht so kennen. Weil da ist jetzt ganz großer Shitstorm. Und es gibt natürlich die Menschen. Ich gehe mal nach dem Zitat, was ich bei mir in der Kampfkunst gelernt habe. Beim Wunder Kung Du Kung Fu. Suche die Wahrheit, bevor du urteilst oder entscheidest. Das steht bei uns im Ehrenkodex. Also wir haben tatsächlich so einen Ehrenkodex in der Kung Fu Schule. Und da steht dieser Satz, der hat mich, ich weiß nicht wieso, der ist mir immer hängen geblieben. Suche über die Wahrheit, bevor du urteilst und entscheidest. Und als ich alles gesehen habe, gehört habe von Marcel, auch KuchenTV und hin und her, dachte ich mir, krass, was ist da los? So, ich könnte natürlich auch aufspringen, weil ich jetzt den Jungs vertrauen könnte. Kuchen als Beispiel. Oh, krass. Oh, ja, kann ich angehen. Was ein Huren als Beispiel. Aber ich muss erstmal selber gucken, was Phase ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, gucke ich mir jetzt die 1 Stunde und 12 Minuten wirklich mal ganz an. Er sagte auch im Video zu Anfang, bitte guckt euch, wenn ihr das Video euch anguckt, guckt es euch ganz an. Weil sonst wird so vieles wieder aus dem Kontext gerissen und ganz vieles wird wieder missverstanden und ich sehe es auch schon selber kommen. Daraus kommen jetzt wieder irgendwelche Reels und dann wird wieder alles aus dem Kontext gerissen. Deswegen muss man sich das echt mal einmal dann wirklich tatsächlich komplett geben. Und dann kannst du dir auch deine eigene Meinung machen. Ich habe damals angefangen, mit Menschen zu sprechen, die eine besondere Lebensgeschichte, ein Hobby oder einen Schicksalsschlag erlebt haben. Und daraufhin haben sich zigtausend Menschen bei mir gemeldet, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Okay, Jungs, man denkt so erstmal jetzt Shitstorm, okay, was redet er jetzt? Aber er holt uns komplett ab, wer er ist und was er schon alles erlebt hat. Und ich muss sagen, das Ganze ist sehr emotional. Ich habe jetzt schon bereits im Video vergessen, weil er jetzt schon von den Menschen erzählt, die er vor sich sitzen hat und die jetzt gar nicht mehr da sind. Und er darüber jetzt erzählt, habe ich schon eigentlich vergessen, worum geht es eigentlich hier in dem Video. Meine lieben Butzer, bevor dieses Video hier weitergeht, muss ich es euch ans Herz legen. Smilodox hat Black Friday und Neosubs hat Black Friday. Ab einem Mindestbestell von 130 Euro kannst du dir 2 von 3 Gratisartikeln bei Smilodox aussuchen. Für die Männer gibt es einen kompletten Gratis-Jogginganzug und für die Frauen eine Scrunch-Leggings inklusive Hoodie. Tobt euch ruhig aus beim Shop, denn mit meinem Gutscheincode FLY gibt es 40% auf alles und ihr müsst euch den Hoodie Dawson auf jeden Fall ansehen. Das ist der Bestseller-Hoodie. Ich werde auch im Stream und so weiter immer voll drauf angesprochen. Ey Uwe, was ist das für ein Hoodie? Der Dawson Hoodie, den müsst ihr euch definitiv holen. Und bei den Supplements bei Neosubs haben wir pro Bestellung ab Mindestbestellung von 60 Euro einen Kreatinbeutel, den es pro Bestellung gratis dazu gibt. Das ist ein 500 Gramm Kreatinbeutel. Nutzt den Black Friday aus und weiter geht's mit dem Video. Ach ja, und bevor es weitergeht, alle Infos und Links dazu natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Versteht ihr, was ich meine? Was sehr, der eine würde vielleicht sagen, ja, was strategisch natürlich sehr gut ist, hin und her. Aber ich finde es sehr gut, dass er das macht, weil ich glaube, jetzt in seiner Situation, sehr viele Menschen hacken auf ihn rum. Ich weiß immer noch nicht ganz, warum. Ich weiß es nicht, deswegen gucke ich mir das Video an. Aber man merkt natürlich so, er erzählt erstmal, wer er ist und warum er das Ganze hier überhaupt macht. Und da denkt man schon so erstmal so, oh, okay, krass. Wie kann man denen jetzt was Böses? So, das ist gerade so mein Gefühl. Und ich bin echt immer noch gespannt, warum er diesen Shitstorm hat. Wir haben jetzt hier knapp 8 Minuten gesehen. Ich weiß es halt noch nicht, weil er uns immer noch emotional abholt. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Naja, und das ist außerdem sein letztes Video. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er jetzt aufhört. Weil der hat doch krass gute Videos gemacht. Ich kenne nicht jedes von ihm, aber der hat doch also sehr auch interessante Videos gemacht. Ist echt das letzte Video? Puh.
Krass, kann ich mir nicht vorstellen. Für Ingrid haben wir übrigens gemeinsam mehr als 6.000 Euro gesammelt. Und ich sage euch, dieses Weihnachten wird sie dank eurer Hilfe eine Oma sein, eine stolze Oma sein, die jedem Enkel was schenken kann. Und das finde ich wunderschön. Das habe ich nur mitbekommen. Da war auch das Thema mit dieser Dame. Und irgendwie haben sich sehr viele beschwert, ja, warum spendest du nicht? Warum gibst du nicht selber Geld? Du verdienst doch gut. Das habe ich irgendwie bei Lovi noch mitbekommen in einigen Videos. Ich glaube, bei Kuchen auch oder so, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Weil jetzt denkt man erstmal so, oh, 6.000 Euro, cool, die haben 6.000 Euro gesammelt, geil. Aber irgendwie habe ich von anderen Seiten voll andere Sachen mitbekommen jetzt oder hören müssen. Wie anständig sie noch den Umschlag aufmachen. Nein, das kann ich nicht annehmen. Du hast gar keine Wahl, Ingrid. War schon schön, und? Ne? Okay, das jetzt gerade mit Ingrid. Herzzerreißende Aktion, super toll. Ich habe jetzt so im Hintergrund die Gedanken, dass viele auf Leroy reagiert haben im Sinne von, warum spendest du nicht selber? Du hast doch genug Kohle. Du könntest hier monatlich das und das bezahlen, dass sie ein gutes Leben hat. Du könntest hier, du könntest da, du könntest dies. Selbst ich bekomme wirklich wöchentlich, fast täglich Mails. Uwe, ich habe Krebs. Uwe, meine Eltern sind krank, kannst du mir Geld schicken. Uwe, kannst du mir eine Playstation kaufen? Uwe, ich wurde von der Arbeit gekündigt, habe nicht so viel Geld, kannst du mich unterstützen? Uwe, der und der liegt im Sterben. Uwe. Was davon wahr ist und hier, also wenn allein schon solche Mails schreibt und noch versucht zu lügen, der gehört sowieso in die Hölle. Aber was ich euch damit sagen will ist, man kann nicht jedem helfen. Versteht ihr? Wenn du jeden so doll emotional ranlässt, dann überweist du der Ingrid was. Tante Jutta ist auch noch da. So, Herbert braucht auch nochmal Kohle. Das ist der Obdachlosen, den ich auch im Video getroffen habe, weil er mir so sehr leid tut. Dann kommt noch ein Holger dazu. Dennis und Raphael. Die Frage ist, wo willst du da anfangen? Wo willst du da aufhören, Leuten zu helfen? Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt, man muss auch irgendwie paar Grenzen auch denn auf sich ziehen, indem er vielleicht gesagt hat, komm, wir machen einen Aufruf, wir spenden gemeinsam. Ich weiß nicht, was er zu den 6.000 Euro gespendet hat, was er dazu beigesteuert hat. In dem Fall, ich hätte das so gemacht, okay, hey Leute, ich spende 5.000 Euro oder ich hätte erstmal von euch alles eingesammelt, weil das jetzt 6.000 Euro waren, gebe ich nochmal 4.000 dazu, dann haben wir 10.000 glatt, die wir Ingrid übergeben können. So hätte ich das jetzt als Beispiel gemacht. So. Aber ihr müsst halt bedenken, ob reiche Menschen, erfolgreich, finanziell, was auch immer, man kann nicht jedem helfen. Das ist emotional schon ein Brainfuck irgendwann. Versteht ihr? Man kann da mal helfen oder da mal, ja. Aber man kann hier nicht die ganze Welt retten. Das müsst ihr halt auch verstehen. Also ihr geht jetzt hier so an mir vorbei und ich sitze hier alleine, trinke einen Kaffee oder so. Dann wären solche Sachen gefallen? Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht einen Rollstuhl umkippen oder so, weißt krass. Du? Also, wow! Ja. Also erstmal muss ich sagen, mit dem Nazi zum Beispiel eben, da kann man echt mal, glaube ich, sehen, was auch Leroy so bewirken kann mit solchen Videos, ja? Weil es gibt viele Menschen da draußen, die denken, ey, ich springe auf den Zug auf, ich finde das cool, komm nicht mal raus, warum auch immer, weil sie sich da familiärtechnisch wohlfühlen, weil die niemand anderes haben, als Beispiel. Und dann sehen die das und dann sagen die vielleicht auch durch solch ein Video, so wie das da bei mir auch der Fall ist. Viele schreiben mir, Uwe, durch dein Video dadurch, durch dein Interview hier, habe ich es geschafft, konnte durchziehen. Oder bei mir zu Hause, Eltern auch Drogen und so weiter und so fort. Dass man damit mit solchen Videos natürlich auch Menschen motivieren kann, finde ich gut. Hast du, wo du sagst, das ist das Alter, wo mich sexuell auch erregt? 8 bis 12. Ganz knapp und klar gesagt, 8 bis 12. Also da ist bei mir wirklich so, diesen Mann würde ich so elends beleidigen, den würde ich so am liebsten in die Schnauze hauen. Wir distanzieren uns hier natürlich von Gewalt, Twitch, liebe Community. Aber wenn ich sowas höre als Vater einer 9-jährigen und knapp 3-jährigen Tochter, 2,5, da kommt mir, den würde ich auf den Stuhl choken. Kamera aus, den würde ich einmal durchchoken, Alter. Und durch den Raum schmeißen. Der eine würde jetzt sagen, ja, das ist eine Krankheit. Ich habe da keinen Plan von, bin euch ehrlich. Ich sehe nur einen Mann, der Kinder ficken will. Und das sind Menschen, die haben es sowas von verdient, aber so richtig, meiner Meinung nach. Aber wir distanzieren uns hier natürlich von Gewalt. Das würden wir alles nur im Game machen. Versteht ihr, was ich meine? Und da sage ich ganz ehrlich, Respekt an Leroy, dass er da ruhig sitzen kann. Mir würden an seiner Stelle die ganzen Beine komplett brechen, weil ich so gegen den Rollstuhl knallen würde oder was weiß ich, vor Aggressivität. Ich hätte es nicht da drin ausgehalten. Ich wär geplatzt. Und Respekt an Leroy, dass er das so aushalten kann, so ruhig sitzen kann. So von der Außenerscheinung her, ohne Vorurteile oder wie auch immer. Ihr habt ja gesagt, da kommen noch kritische Fragen. Ich bin sehr gespannt, was er da gestellt hat. Aber da, ich würde da Fragen stellen, da würde er rückwärts wieder rauslaufen. Aber es ist natürlich nicht Sinn solch eines Formats, sondern Leroy klärt schon auf Pädophilie, Missbrauchopfer. Ja, dadurch sind Missbrauchopfer motiviert, Hilfe zu holen. Vielleicht sind auch die verdrecksten Pädophile motiviert, mal zur Behandlung zu gehen oder sich selbst einzuweisen oder was weiß ich. Ich finde das sehr krass von Leroy, dass er das kann.
Ich kann das nicht. Ich kann nicht neben so einen Hurensohn sitzen und sagen, du, ja, wie ist denn das für dich so? Wann hast du das letzte Mal, wie, wo, wie ist das passiert? Den würde ich einfach nonstop Löcher durchs Gesicht hauen. Schon krass. Also, Respekt. Ich lese gerade im Chat, niemals so jemanden Reichweite geben, der gehört eingesperrt. Ich verstehe den Gedanken, ich verstehe deinen Ansatz. Aber, was ist denn mit Kids, die 15 sind, gucken so ein Video mal mit Mama. Und dann wissen die eigentlich, wie abartig die Welt auch sein kann, dass man auch mal bei Männern ein bisschen vorsichtiger sein muss, wenn man einfach mal draußen angesammelt wird. Oder auch für Eltern ein Reminder, ey, passt auf eure Kinder auf, da laufen nämlich so eine Hurensöhne durch die Gegend, die Kinder missbrauchen. Versteht ihr? Ich weiß, was du meinst mit, gib denen keine Plattform, aber es ist wichtig zu wissen, dass es solche Wichser gibt. Es ist wichtig. Denn sowas darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir dürfen nicht leichtsinnig durch die Straße rennen. Wir müssen auf uns und auf unsere Kinder aufpassen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zu wissen und erinnert zu werden, dass es solche Bastarde gibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es auch richtig, den Menschen die Plattform zu geben und dies als große Warnung zu nutzen, dass es sowas auf der Welt gibt. Oder ein anderes Video, was mir einfällt, ist das mit Polo. Der war selber ja oder ist Pornodarsteller und der hat uns ja von seinem Pornodarsteller-Casting berichtet. Der ist einfach ein Entertainer gewesen und auch im angezogenen Zustand wirklich unfassbar sympathisch. Und man hat als Zuschauer sofort gemerkt, ups, so easy peasy, wie das in den Filmchen da immer aussieht, ist das nicht. Mit dem Thema Pornos. Weil viele haben auch gesagt, Leroy nutzt ja die Videotitel, er will damit Klicks geiern, er sorgt dafür für Aufmerksamkeit mit den Thumbnails, bla bla bla. Klar, es zielt von jedem YouTuber Klicks zu generieren. Brauchen wir nicht drüber reden, sonst würde man ja kein Video machen. Mir kann keiner erzählen, ich mache es für mich privat zum Spaß. Dann brauchst du auch nicht auf YouTube hochladen. So, brauchen wir nicht drüber reden. Gerade deswegen mit Pornosucht, Porno hier, Frau wird sexualisiert, was auch immer. Ich weiß nicht, wie da der damalige Titel war mit der Pornosucht. Aber ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Weil es gibt tatsächlich junge Macker da draußen, die gerade in ihrer Testo-Anfangsphase sind. Die denken, man muss die Frau komplett wegklatschen, direkt mal erstmal in die Fresse rotzen, dann das Ding so tief in den Hals drücken, bis es sich übergibt. Keine Frage, es gibt Frauen, die finden es geil. Ja, aber es ist kein Standard und es ist nicht normal. Ja? Jede Frau steht auf gewisse Dinge, aber es ist in den meisten Fällen nicht so wie in den Pornos. Das möchte ich euch mal bitte kurz mal an die Jugend da draußen hinaustragen. Aber natürlich gibt es mal die eine oder andere, die da mal über den Weg läuft, die es ein bisschen extremer braucht. Oder auch sehr extrem. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte, warum es so ist. Kann traumatische Ereignisse sein, können Daddy-Issues sein, kann ein Mangel an Aufmerksamkeit. Es gibt so viele Sachen. Ich spreche aus Erfahrung im Livestream. Wirklich. Aber bitte, habt im Kopf, wenn ihr eine Frau gern habt und ihr es irgendwann zum Sex kommt, kommt nicht auf die Idee, oh hier, ich habe bei Peter Nord gesehen, ich muss jetzt erstmal die Haare nehmen, das muss so rein und wenn sie zurück will, stelle ich mich an die Wand, damit er immer noch drin bleibt. Versteht ihr, was ich meine? Diese ganze Pornoindustrie, die muss sich immer was Neues einfallen lassen. Das geht auch wie bei den Onlyfans-Mädels da draußen. Erst zeigen sie sich in Dessous, dann kommt der Tanga, dann lassen sie mal das Höchste weg, dann kommt schon Doggy-Position, das wird immer extremer. Die Pornosindustrie, die Erotikindustrie muss sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Es muss wie immer extremer werden, es muss abartiger werden, es muss außergewöhnlicher werden, damit man sich den Scheiß anguckt, auch wenn du nicht mal solche Pornos guckst, sondern dir sagst, Alter, Norbert, weißt du, was ich gestern gesehen habe? Da wird eine Frau, die wird an die Wand geschmissen, dann wird sie vollgeschissen und am Ende kotzt sie nochmal richtig auf den Cock. Also versteht ihr? Es muss alles immer höher, weiter, breiter, extremer, bunter, links, rechts, 3 auf einmal, 5, 10 auf einmal. Da gibt es noch Weltrekords mit 1500 Leuten, habe ich einen abgelutscht und habe jetzt hier Guinness-Buch-Eintrag. Es gibt alles und es gibt für alles auch einen Kunden. Und deswegen gibt es diese ganzen extremen Sachen. Zu jedem Topf passt ein Deckel. Aber bitte, es ist kein Standard. Kein Porno kann dir vorgeben, wie du Sex haben sollst mit deiner Frau, Freundin, Liebhaberin. Ihr müsst kommunizieren. Du sag mal, Nadine, findest du es eigentlich geil, wenn ich dir in die Fresse furze? Und sie sagt dann, bist du doch ganz dicht? Oder sie kann auch sagen, du, das finde ich interessant. Lass das mal angehen. Aber bitte, es ist kein Standard, okay? Das wollte ich einfach nur mal sagen. Mein Team hat mit mir zusammen hier etwas aufgebaut,
wichtigen Themen einen Raum geschaffen, den sie sonst irgendwie nirgendwo bekommen haben. Und eine Zuschauerin hat es mal ganz schön gesagt. Sie hat diesen Kanal hier so beschrieben als eine kleine Oase inmitten von diesem lauten, negativen Internet der heutigen Zeit. Und ich finde auch, er hat auch das Recht dazu, euch oder uns zu erzählen, was er mit seinen Videos bewirkt hat. Weil solche Videos fangen natürlich mit einer Mission an. Viele da denken natürlich draußen so, ja, macht alles so viel Klicks und hin und her. Klar, er will auch Klicks generieren, das ist normal. Wenn ich meine YouTube-Videos mache, möchte ich auch gerne Klicks generieren und möchte so möglichst viele Menschen auf das Video aufmerksam machen, weil ich das Video cool finde, da ist Mehrwert drin, was auch immer. Und er hat natürlich auch seinen Schritt gehabt auf YouTube, wo er gesagt hat, ich möchte solch ein Format machen, weil ich möchte, dass Menschen das und das sehen, lernen oder ein Gefühl für gewisse Dinge kriegen. Und das war auch mal kurz sein Recht, finde ich, auch darauf mal aufmerksam zu machen. Weil jeder hört nur noch, Leroy hier, scheiße da, hast du nicht gesehen, da hat er Mist gemacht. Ich weiß immer noch nicht, wo er Mist gemacht hat. Ich bin immer noch nicht schlau geworden aus dem Video, aber vielleicht kommt das gleich. Aber so hat er mal alle abgeholt, auch mal allen mal gezeigt, muss ich auch mal sagen. Egal, was jetzt noch kommt, bis hierhin. Was er eigentlich eine Wirkung gehabt hat mit seinem Format. Und zwar eine sehr, sehr gute Wirkung, finde ich. Du hast versucht zu vermitteln und wenn du zumindest den Punkt gegeben hättest, du musst doch als allererstes mal begreifen, was überhaupt Phase ist. Und das finde ich so schade. Und ich habe es heute in dem Punkt wirklich verloren, wo du sagst, ja, darüber zu reden ist voll das Risiko. Also wir haben gerade eine Szene gesehen, wo er sich gegenüber dem AfD-Politiker mal äußert und seine Meinung aussaut. Diese Szenen waren aber nicht im Video drinne zu sehen. So. Ich habe Leroy noch nicht so erlebt, schreibt der Chat. Finde ich cool, dass er da mal seine Meinung sagt. Sehr starke Aussage von Leroy. Finde ich auch. Jeder Mensch hat ja seine Meinung. Jeder Mensch darf ja auch seine Meinung vertreten. Aber in solch einem Interviewformat kann das aber für viele positiv, aber für sehr viele auch negativ rüberkommen. Weil immerhin ist ja dieses Format, AfDler und Transe sollen ein Gespräch führen. So. Und der gute Leroy sollte sich definitiv nicht auf eine Seite stellen. Das kann ja passieren. Du kannst es ja nicht beiden recht machen. Ja, das ist aber hier, ich sehe das so. Ja, bei dir sehe ich das aber so und so. Sondern das sollen die beiden sich ja untereinander ausmachen, vor der Kamera. So, und ich glaube, deswegen wird sowas halt auch rausgeschnitten, beziehungsweise ist Leroy oder wirkt Leroy des Öfteren, glaube ich, denn bei sowas auch sehr ruhig, sehr passiv. Aber er muss das sein, weil er sich ja nicht... Warum soll er sich eine Seite stellen? Versteht ihr? Das ist doch gar nicht die Aufgabe des Videos. Und deswegen wirkt er halt sehr neutral. Was meiner Meinung nach auch richtig ist. Aber ich verstehe natürlich bei dem Pädophilie-Thema, ich könnte das nicht. Ich hätte den einfach nonstop attackiert. Bam, 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 bam. Und meiner Meinung nach wäre das auch vollkommen okay, wenn er das Pädophiler versus, ich weiß nicht mehr, was das war, Opfer, glaube ich, Missbrauchsopfer. Wenn er da die ganze Zeit auf den Pädophilien eingedrescht, du bist nicht ganz dick, weil hier, bist du bescheuert, weil das, da. Das wäre für mich komplett fein gewesen. Wäre voll in Ordnung. So, das ist aber meiner Meinung nach. Viele hätten vielleicht auch gesagt, stellt euch mal jetzt vor, Leroy wäre jetzt ich bei dem Pädophilie-Video und er hat sich voll auf ihn raufgestürzt. Bab, bab, du hier, du Penner, Arsch, hier, du gehörst in den Knast, das ist verboten, du perverses Dreckschwein. Dann kommt die Seite, die sagen, ja, Leroy, richtig, geil, geil. Dann kommt die andere Seite und sagt, bist du noch ganz dicht, Leroy? Dieser Mann ist krank, der kann da nichts für, aufgrund traumatischer Ereignisse, bla, bla, bla. Wovon ich aber übrigens ausgehe, dass überwiegend das Feedback positiv wäre, wenn er sich auf den Pädophilen, also richtig mit seinen Argumenten, sich komplett draufgestürzt hätte. Weil das natürlich so ein extremes, also welcher Vollidiot da draußen findet Pädophilie toll oder unterstützt das oder verteidigt es, gibt es ja nicht. Aber versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es besser, dass er einfach neutral ist, sein Sabbel hält und die zwei miteinander reden lässt. Hat er nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde Krypto, so risky Krypto-Geschichten, so Gambling. Du glaubst also, dass ich Krypto-Gambling oder Glücksspiel beworben habe? Also Leroy hat jetzt gerade erzählt, was ihm unterstellt wurde mit dem Casino-Bewerben, Krypto, was auch immer. Rezo hat im Stream gesagt, oh, sowas bewerbt er hier, Casino, hast du nicht gesehen? Man müsste jetzt natürlich prüfen, stimmt das, ab was für ein Zeitpunkt, ab wann war der Typ dabei, welche Postings, bla, bin ich null drinne. Aber es ist natürlich hart, dass man einfach im Stream sagt, kann er für Casino scheiße Werbung machen? Ah, oh, der Chat schreibt auch gerade Casino, oh, glaube ich gar nicht, aber krass, Casino. Da auch wieder das Zitat, merkt euch das, sucht die Wahrheit, bevor ihr urteilt oder entscheidet. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Sachen behaupten oder davon ausgehen. Ihr müsst euch da wirklich schlau machen und euch dann auch sicher sein. Und beziehungsweise dann auch mit Beweisen oder Beispielen, dass er noch vortragen können. Deswegen in dieser Thematik bin ich gar nicht drin, kann ich nicht so sagen. Im Nachhinein hätte das Video aber noch mehr deutliche Worte von mir gebraucht. Und dass die nicht da drin waren, das war auf jeden Fall ein Fehler. Ich dachte damals, okay, ausnahmslos jeder Mensch da draußen, der jetzt irgendwie zuschaut und checkt,
dass es hier um Tiervergewaltigung geht. Ich dachte, jeder da draußen checkt sofort, dass Menschen, die Sex mit Hunden und Homosexualität versuchen gleichzusetzen, richtig krank im Kopf sind. Er hat jetzt gerade von der, wie heißt es nochmal? Zoophilie oder Zoophile? Zoophilie. Zoophilie heißt es, ne? Richtig? Zoophilie. Mich würde jetzt mal interessieren, was bei dem Zoophilie-Spasti da rausgeschnitten wurde. Was hat der für ein Blödsinn erzählt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wahrscheinlich besser so, dass er es nicht gezeigt hätte, weil sonst wären komplett ganz Deutschland ausgerastet oder so. Oder hätten noch mehr zu Leroy gesagt. Leroy, warum gibst du dem eine Plattform? Was sagt er da? Und so weiter und so fort. Ich glaube, man könnte vielleicht auch, ja, das ist so eine Anregung für mich, wenn Leroy so eine Interviews hat, Zoophilie, Pädophilie, was auch immer, dass vielleicht sogar das von Anfang des Videos auch sagt, liebe Zuschauer, es folgt gleich ein Video, was mit Zoophilie zu tun hat, dann erklärt er den Begriff und ich möchte mich von dem Ganzen sehr distanzieren. Ich halte mich aber neutral, damit das Interview bzw. die Diskussion überhaupt stattfinden kann. Aber eigentlich möchte ich demjenigen sehr gerne zurechtrücken. Ich habe aber leider keinen Einfluss, aber ich möchte das Video deswegen machen, aufklären, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob sowas helfen kann. Versteht ihr? Sowas in der Art sagt er doch in jedem Video. Ja gut, okay, dann ist doch alles okay. Freunde, so ein Video heute machen wir, um auf den Missbrauch von Tieren auf. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Einfach mal so ein Disclaimer vorne ranhängen. Triggerwarnung, was weiß ich. Bumm. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt? Aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Seinen Hund? Das ist eine Aussage, Digga. Er ist aktiv Mittäter, Digga. Ganz vorsichtig, Alter. Ganz, ganz vorsichtig muss da der Monte sein. Das sind Unterstellungen, die gehen ganz weit den Bach runter. Das ist Rufmord. Das ist schon Rufmord. Müsste ich jetzt gesetzlich technisch gucken, ob es passt. Aber da muss er ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Boah. Eine einzige Nachricht, dann hätte ich dir sofort gesagt, dass der Typ, dieser Hundekicker, schon mehrfach angezeigt wurde, ohne Erfolg. Es fehlen einfach die passenden Gesetze, damit die Polizei was machen kann. Aber danke für deinen sinnvollen Beitrag. Das ist halt das Ding. Leute, bitte schreibt euch dieses Zitat aus unserem Ehrenkodex, aus meinem Training, aus dem Wunderkundu. Es hilft immer, ohne Witz. Schreibt es euch an die Wand. Sucht die Wahrheit, bevor ihr urteilt oder entscheidet. Du möchtest was sagen? Du bist Mittäter? Er sagt einfach, du bist Mittäter. Bevor ich sowas sage, muss ich doch viel mehr wissen. Und da langt nicht ein Leroy, der im Interview zwischen Hundevergewaltiger und Tierschützer sitzt und Fragen stellt und sich versucht, neutral wie möglich zu verhalten. Bitte, schreibt euch dieses Zitat hinter die Ohren. Das hat mir schon sehr oft geholfen. Aber kein Experte da ist, weil letztendlich, wir leben in der Internetwelt, okay? Was ist am meisten Geduld, also was wird am meisten akzeptiert, gerade auch in der deutschen Community, wenn deine Aussagen widerlegt werden durch einen anerkannten Experten, Wissenschaftler etc. Alle Videos, alle Faktenvideos, alle Aufklärungsvideos, die gut sind, sind immer unterlegt von Fakten, von wissenschaftlichen Studien, von Experten, immer. Da kann man leider sehen, dass Marcel sich das Video nicht angeguckt hat. Da saß doch, ohne das, was Lieber jetzt sagt, ich weiß schon, was er sagen will, aber da saß doch ein Tierschützer, sprich ein Experte in Sachen, wie schütze ich Tiere? Was sind die Rechte von den Tieren? Was dürfen Tiere? Wie dürfen Tiere behandelt werden? Und so weiter und so fort. Der saß doch da, der Experte. Das ist halt das Problem, wenn man nicht schlau macht, dann kommt sowas bei raus. Und das ist fatal. Teilweise, was dann rauskommen kann. Boah, da muss man, ja, man muss sich schlau machen. Hä? Was für ein Cringe-Scheiß, Digga. Top 30 reichste Leute. Ja, cool Story. Warum hat man das in seiner Biografie stehen, Digga? Ich hatte ja das Kuchen-TV-Video gesehen. Nee, gar nicht wahr. Der Chat hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich dachte auch erstmal, weil das, was ich bei Kuchen-TV gesehen habe und woanderswo, was wir im Stream angeguckt hatten mal, vor keine Ahnung wie vielen Tagen, da sagte ich auch, oh Jungs, da muss man sich aber erstmal schlau machen, ich bin nicht in dem Thema drin, ich kann mir das bei Leroy nicht vorstellen, aber krass, wenn das so wäre, ist schon heftig, bla bla bla. So, dann habt ihr mich aber darauf aufmerksam gemacht, was in seiner Bio steht auf Insta. Und da dachte ich, als ich diesen Satz gelesen habe, was ist das für ein Spinner? Aber da bin ich ehrlich. Als ich das gesehen habe, einer der 30, bla bla bla, was weiß ich was da, top, keine Ahnung, Forbes hier hin und her, und dann sagte der Chat, ja hier Finanzen, bla. Da dachte ich auch so, warum muss man sowas in seine Bio rein? Aber jetzt bin ich gespannt, was kommt. Hättest du auch falsche Info gegeben? Der Chat hat zu mir gesagt, ja, Forbes, reichsten Menschen. Und da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Spieler? Warum schreibt man sowas in seine Bio? Aber jetzt weiß auch ich, wofür Forbes denn eigentlich noch steht. Einflussreichsten Menschen. Das heißt, du als Instagrammer kannst auch ein sehr einflussreicher Mensch sein, indem du Bewegung in die Menschheit bringst, einen gewissen Mehrwert gibst. Du machst was oder stellst eine Bewegung an und das hat großen Einfluss. Dafür steht auch Forbes. Okay. Der Chat hat letztens zu mir gesagt, ja, einer der reichsten hier. Es ging natürlich nur wieder um Geld. Die zeichnen beides aus. Ja, okay. Aber dann kann man auch sagen, während man das Cash erwähnt, das Finanzielle, dass es auch um Einfluss geht im Endeffekt. Monte, du hast Millionen gemacht mit Livestreams, die nur ein Ziel hatten. Andere Menschen
zum Zocken zu verleiten. Denn das Kranke ist, ich weiß, dass Casino-Streamer an dem Verlust ihrer Zuschauer beteiligt werden. Das heißt, ihr meldet euch über den Link von dem Streamer an und der Streamer bekommt, wenn ihr dann, weiß ich nicht, 2000 Euro verzockt habt, einen Anteil von dem Geld. Das wäre jetzt natürlich mal interessant, wie der Deal damals aussah, ne, bei dem ganzen Casino-Kram. Nicht, dass er jetzt auch nicht recherchiert hat, beziehungsweise Monte gefragt hat, wie war denn dein Deal, sondern einfach jetzt irgendwelche Sachen rausholt, weil er es irgendwie mal gehört hat oder so. Da muss man auch wiederum aber vorsichtig sein. Denn Leroy holt jetzt natürlich auch. Er ist sauer. Zu Recht, verstehe ich vollkommen. Aber woher weiß er denn, wie der Deal von Monte aussah? Versteht ihr, was ich meine? Montes Antwort kann sein, ich habe Geld bekommen, ja, aber nicht das, 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 das. Wie das halt so. Muss man auch vorsichtig wiederum sein, ne? Also ist auch, wo er jetzt auch nicht zu emotional werden darf. Was ich aber aus Leroys Sicht komplett verstehen kann. Er hat einen Text eingeblendet, dass es allgemein war. Okay, ich muss auch hier den Chat lesen, dann höre ich ihn nebenbei zu. Okay, wenn das im Text stand, ja, allgemein, aber du kannst nicht was sagen und dann immer im Text allgemein reinschreiben. Wenn man was sagt, sagt man es, finde ich jetzt. Und wie geht es eigentlich den Betroffenen von Glücksspiel, teilweise deinen eigenen Zuschauern, die durch dich in die Spielsucht gekommen sind? Ob derjenige jetzt ein Monta-Abonnent war oder nicht, die ganze Spielsucht-Scheiße ist komplett falsch und zerstört euer Leben. Wissen wir alle. Beispiel, Ron Bilecki. Er ist ein feiner Kerl, wenn wir uns sehen, wir behandeln uns mit Respekt, bla bla bla. Er hat mich auch öfter mal gehostet, aber ich habe ihn nie zurückgehostet, weil er Casino streamt. Das kann er nicht mit mir vereinbaren. Ich kann mich noch erinnern, ich wollte ihn dann mal zurückhosten, dann gehe ich rauf und er spielt Casino. Und da war bei mir, kann ich nicht bringen, kann ich nicht machen. Ich akzeptiere Menschen, die Dinge tun, die ich nicht in Ordnung finde, solange die damit niemanden schaden, wehtun, zwingen, was auch immer. Wenn die da sich selbst in den Ruin treiben, sollen sie es machen. Ich bin aber immer derjenige, Digi, ja, wenn ich bei ihm bin, war, da am Bildschirm, da, 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 und dass ich mal sage, Digga, wie spielst du, wie oft hier? Und dann höre ich, was da für Summe fliegen. Und ich sage mir, Digga, willst du dich mal ein bisschen zurücktreten, weniger machen? So einer bin ich dann. So, dann sage ich das einmal. Er hat natürlich nicht zugehört. Und dann weiß man so, okay, wenn du es so machen willst, dann willst du es so machen. Bitte distanziert euch von dieser ganzen Spielo-Kacke, Casino-Kacke. Und gerade, was das Internet betrifft. Ihr sitzt hier ganz normal und spielt nebenbei. Big, 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 der größte Schmutz. Das ist fatal, das ist komplett ungesund für euch. Guck mal, was ist das für ein Schmutz? Vom Blitz getroffen, trifft Bimbo Girl. Hä? Wo ist denn da der Kontext? Also ohne das Video gesehen zu haben, vom Blitz getroffen, Bimbo Doll. 100%, ihr könnt mich korrigieren. Ich mache jetzt ein Vorurteil, okay? Aber ich habe gute Kenntnisse. Vom Blitz getroffen, Gesicht ist zerstört. Mit Bimbo Doll, achtet auf ihr Äußeres, spritzt sich die Lippen auf, macht sich die Titten groß und achtet auf ihre Schönheit. Diskutiert mit einer Frau, die vom Blitz getroffen ist und optisch für viele Menschen, weil ihr Gesicht zerstört ist, unattraktiv wirkt. Ist das richtig? Das wird wahrscheinlich der Kontext sein, oder? 200er IQ zu 100%, Five-Hat, richtig, oha, Uwe Weise. Ja, aber ist doch logisch. So, der Monty sitzt halt davor, sieht zwei Videobilder, Pro und Contra, schwarz-weiß. Ist er denn noch ganz dicht? Wie kann er sowas machen? Wie kann er sowas als Thumbnail nehmen? Aber ich bin mir sicher und gehe jetzt stark einfach mal davon aus, dass das Video darum handelt, Schönheitsideal, zerstörtes Gesicht. Wie lebt sie mit ihrer Schönheit, was macht sie dafür, wie versucht sie damit umzugehen, weil ihr Gesicht kaputt ist? Das wird es wohl sein, glaube ich. Ich habe dieses Video noch nie gesehen, aber ich gehe davon jetzt aus. Weil Leroys Content ist ja so gestaltet. Gegensätze. Wie diskutieren sie? Wie lebt er? Wie lebt sie? Jeder hat sein Schicksal. Oder jeder hat sein Fetisch, seine Passion. Kontraste. Das macht es ja interessant. So. Ich glaube, Monte hat einmal irgendwas im falschen Hals gekriegt. Vielleicht hat er auch ein Video gesehen von einem anderen YouTuber, wo er beeinflusst wurde. Ich weiß es nicht. Hat da diese Zoophilie gesehen und denkt sich, warum zeigt er ihn nicht an, den Hurensohn? Ich hätte das gemacht. Dabei weiß er vielleicht gar nicht, dass man nichts anzeigen kann, weil nichts bei rumkommt, weil Hunde werden wie ein Gegenstand betrachtet in Deutschland. Kannst du Hunde schlagen, treten, gegen die Wand schmeißen. Keiner macht was, interessiert hier keinen. So, und dann hat er sich, ich versuche mich jetzt in die Lage von ihm zu versetzen. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen oder sonst was. Aber ich glaube, für Marcel ist es auch nur so eine Sache, er will sich ja für das Gute einsetzen in dem Moment. Aber macht das halt komplett falsch im Endeffekt. Weil er halt nicht nachdenkt oder nicht recherchiert. So, davon gehe ich halt aus. So, aber man muss halt erstmal gucken, man muss nachschauen, was ist da Phase, was ist los? Warum hat die eine auf dem Bild so eine Pornofresse und die andere so ein Blitzschlag. Entweder denkt man kurz nach, okay, Leroy soll Content, ich habe mal das eine oder andere Video gesehen. Das können nur Gegensätze sein, die miteinander diskutieren sollen, wie sie leben,
wie, wo, was. Was anderes kann es ja nicht sein. Was soll es denn sonst sein? So, eigentlich. Und er redet sich dann da was wahrscheinlich in Rage. Ja, Pornogesicht habe ich jetzt einfach auch mal als Kontrast genutzt. Ihr versteht, was ich meine. Und da muss Marcel einfach nachdenken. Ist halt einfach so. Darf er manchmal seine Zunge einfach zu schnell. Ja, aber das geht nicht bei 20.000 Zuschauer. Gebe ich dir vollkommen recht und ich möchte jetzt ein Beispiel geben. Wir mit meiner Brand Smilodogs spenden ja das öfter mal. Ob es jetzt Brand Australien war, Türkei Erdbeben, einfach mal so, was auch immer. Und ich kann mich erinnern, schon sehr lange her, 4 Jahre oder so, da hat Monte gesagt, ja, für die Leute, die dann da spenden und das öffentlich machen, bla bla bla. Digga, bei mir scheppern dann die Nachrichten rein, er hat nicht mal meinen Namen gesagt. Ja, Monte schießt gegen dich, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Was ist los? Guck mir die Ausstellung an. Wo er dann halt sagt, ja, und an die Leute, die spenden, die können das auch für sich behalten oder bla bla bla. So viele haben gedacht, er schießt gegen mich. Hat er aber indirekt auch, aber er hat es gar nicht gemerkt. Weil an dem Moment, paar Tage davor, haben wir 238.000 Euro nach Australien gespendet. Eine Woche später sehe ich so einen Ausschnitt, wo er sagt, ja, die Leute, die öffentlich spenden, die sollen es mal privat für sich machen, bla bla bla. Da habe ich auch kurz gedacht, will der mich verarschen? So was habe ich gemacht, Telefon in die Hand genommen. Da musst du natürlich 5 bis 10 Mal anrufen, bis er reingeht. Da habe ich ihn kurz gefragt, ob er noch ganz bei Sinn ist. Er sagt, wieso, was ist los? Habe ich ihn erklärt. Ich sage, Digga, ich habe gerade 235.000, 38.000 Euro gespendet, nach hier und da. Und ich sehe von dir so ein Video. Willst du mich verarschen? Willst du mich dissen? Willst du mir irgendwas erzählen? Dann sagt er, nee, Uwe, das war nicht gegen dich. Ich sage, ja, aber man könnte es denken und meinen, dass es gegen mich ist. Was ich damit sagen will ist, ich hatte schon öfter solche Sachen, wenn er erzählt, einfach so aus dem Stegreif, dass er halt nicht nachdenkt. Und so war es auch mit den Spenden. Ja, die Spenden, die sollen das alle für sich machen und können das für sich behalten. Nein, ich habe es ja mit meiner Community gespendet. Ich habe mit meiner Community eine knappe 250.000 Euro gespendet. Wie soll ich eine 250.000 alleine zusammenkriegen, die ich einfach mal so spenden kann? Das habe ich mit der Smilodogs-Community gemacht. Und dann sehe ich einen Ausschnitt, wo er sagt, ja, die Spenden, die wollen sich so profilieren, die sollen das für sich privat machen. So, wisst ihr, was ich meine? Da war ich auch kurz sauer. Da musste ich ihn anrufen. Und er hat die Welt natürlich nicht verstanden. Der konnte es nicht nachvollziehen. Ja, war ja nicht gegen dich. Ja, ich sag, das wisst doch aber die Leute da draußen nicht, die es gesehen haben. Ein Peter Jansen 87 auf Twitch denkt sich, ah, Uwe der Hurensohn will sich nur profilieren. Aber dabei habe ich das Geld mit meiner Community zusammengetrommelt. Versteht ihr? Das ist immer so. Und das ist halt das Problem, wenn du sehr viel Reichweite hast, wie ein Monte, ein Papa Platte, ein Eli, und dann einfach mal irgendwas erzählst, weil es gerade deine Meinung ist, hast dich aber gerade nicht schlau gemacht. Und da hast du so viele Leute, die ganz große Anhänger von dir sind, und die strahlen das ja auch nach außen hin weiter. Und dann sogar noch falscher, als es der Streamer gesagt hat. Ist ja wie stille Post. Du, Jansen hat mit Marion gebumst. Der nächste, oh, hast du gehört? Jansen hat mit Marions Mutter gebumst. Der andere erzählt, oh, hast du gehört? Der Jansen hat mit Marion und der Mutter einen Dreier gehabt. Boah, richtig geil, lass mal klingeln. Versteht ihr? Man muss halt mit seiner Reichweite ist einfach Riesenverantwortung. Ist nun mal so. Reichweite ist enorme Verantwortung. Und da braucht auch keiner sagen, so, ja, nee, ich stream ja so und nee, wieso habe ich Verantwortung? Ich mache, was ich will, ich mache, was ich für richtig halte. Nein, es läuft so nicht. Du hast Verantwortung, ob du willst oder nicht. Du hast auch Verantwortung, wenn dir 50.000 Leute nur auf Instagram folgen und hast Storyviews von 5.000. Da hast du Verantwortung, ganz klar. Man muss achten, was man sagt, beziehungsweise öfter darüber nachdenken, beziehungsweise einfach vorher darüber nachdenken, okay, was hat stattgefunden, wie kann ich mich jetzt ausdrücken, so damit jeder meine Meinung versteht und fertig. Und man darf natürlich keine falsche Behauptung machen, wo man einfach sagt, ja, du bist jetzt Mittäter. Einfach Vorsicht, muss man echt mal sagen. Ja, aber Monte denkt nicht mehr so weit. Ich weiß, bei Marcel ist das einfach so, sein Mundwerk ist einfach öfter mal gerne schneller, als er denken kann. Was ja nicht böse gemeint ist. Er erzählt auf dem Stegreif. Er sagt ja selber, er trägt das Herz auf der Zunge. Aber da passiert halt auch solch ein Scheiß. Öfter mal. Ja, aber das ist keine Rechtfertigung. Gebe ich dir auch voll und ganz recht. Er muss das ändern. Er wird sagen, ja, verpiss dich, ich muss gar nichts. Ja, aber doch. Weil sonst kommt irgendwann der Knaller und da kannst du dich irgendwie was schönreden. Oder sagen, ja, hier. Oder dich daraus reden. Irgendwann kommt der Knall, da ist dann Feierabend. Der Knall kommt vielleicht jetzt. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Aber auch nicht. Kann auch sein, dass er dann sagt, okay, war ein Fehler, Entschuldigung, ich versuche es zu verbessern. Und dann war es das auch. Und ich wünsche ihm nicht den Knall, ne? Also besser ist es. Monte kann gut reden, da wird nichts kommen. Also wenn er schlau ist jetzt bei dem Thema und er ist nicht auf den Kopf gefallen, sagt er einfach so, wie es war. Er hat sich nicht schlau gemacht, okay. Er hat sich vielleicht beeinflussen lassen von anderen Videos. Ich hätte vielleicht besser recherchieren können. Sind ja menschliche Fehler, die ja mal passieren dürfen. Jeder darf Fehler machen.
Aber die Fehler dürfen sich nicht ständig wiederholen. Wie oft er gesagt hat, dass er sich bessern will. Ein Mensch ist nie perfekt. Wir wollen uns alle immer bessern. Aber natürlich wirkt es schon irgendwann fragwürdig, wenn das immer wieder passiert. Und hat die meisten öffentlichen Fehltritte? Weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt. Aber er hat sich gebessert im Gegensatz zu vorher, vor ein paar Jahren. Denke ich auch. Also, der hat ja mal Sätze rausgehauen. Ne? Ihr kennt alle den ganz bekannten Satz mit den Hunden. Frauen sind wie. Oder die N-Bomben, die er im Twitch-Stream ab und zu mal früh rausgehauen hat. Waren komplett normal für ihn. Der hat schon Dinger, ja. Und er hat sich gebessert, definitiv. Zum Glück wäre es schlimm, wenn nicht. Es geht in diesem Video um Schönheitsideale in Deutschland. Jeder hat sich, glaube ich, schon mal die Frage gestellt, ob er gut aussieht. Und der Austausch von Jesse und Lena ist einfach mega stark. Und das sag nicht ich. Das sagen 1,5 Millionen Menschen, die du verblödet findest. Also, wie ich gesagt habe, ging es halt um sowas. Und ich muss aber eins sagen, das war definitiv nicht schön. Wenn ich mich entscheiden müsste, das ist kein Witz, würde ich mich für die Frau entscheiden, die vom Blitz getroffen wurde. Und das ist mein Ernst. Das ist echt. Also, wie kann man sich so Das ist halt der psychische Knacks. Wir alle haben einen Knacks da draußen. Du, ich, er, sie, es. Irgendwas aus der Kindheit, ein Erlebnis, eine Zeit, die uns beeinflusst hat. Alles hat immer irgendwie einen Grund. Warum bin ich Kampfsportler und Unternehmer? Weil meine Eltern im Drogenrausch gelebt haben, weil ich nichts zu fressen zu Hause hatte, weil ich Dinge gesehen habe, die ich nicht sehen wollte und sollte. Versteht ihr? Auch, ich will nicht böse urteilen über die, was für eine Doll war das, wie nennt man das, weiß ich auch nicht. Joe. Aber es hat einen Grund, warum sie das so macht, das ist alles hier. Einer schreibt, deswegen hat sie noch keinen Knacks. Du hast mir nicht zugehört, lieber Leon 88230. Wir alle haben einen Knacks. Das kann ein positiver Knacks sein oder für viele auch ein negativer Knacks von außen hin. Du hast auch einen Knacks. Ein Knacks heißt bei mir, du hast auch einen Trigger, warum du gewisse Dinge tust. Weißt du, was ich meine? Das ist damit gemeint. Mit wir alle haben irgendwie einen Knacks, also einen Trigger, warum wir gewisse Dinge tun. Die pure Abwertung von Menschen mit Behinderung. Wie soll ein Mann wie Tim, der nur ein Bein hat, denn sonst so einem Foto stehen? Also zwei Dinge. Einer hat gerade im Chat geschrieben, ja, aber Mont hat doch auch einem Behinderten mal geholfen mit einem PC oder so, habe ich gerade gelesen. Darum geht es doch gar nicht, Livestream. Es geht darum, dass Marcel aus Emotionen was erzählt und er gar nicht recherchiert hat, ob das jetzt das Thumbnail ist mit der blitzgetroffenen Frau oder der Bimbo-Doll, ja, oder ob das Sätze sind wie, ja, du bist auch Mittäter einer Vergewaltigung mit einem Hund und so weiter und so fort. Das sind Sätze, die kannst du nicht einfach so raushauen. Es funktioniert nicht. Da muss man sich vorher schlau machen und wirklich sich sicher sein, kann ich sowas sagen? Und das vor 30.000, 20.000 Zuschauern. Darum geht es. Da kann er auch 5 Behinderte geholfen haben. Das ist scheißegal. Darum geht es doch im Endeffekt gar nicht. Die zweite Sache ist, ich kann euch jetzt auch nur empfehlen, was er gerade gesagt hat, mit besucht mal Orte, die Hilfe brauchen und hilft dann auch mal da. Ja, als ich jetzt dieses Jahr in der Türkei war, war das dieses Jahr? Ja, ne? Dieses Jahr. Da habe ich alles gesehen, was ein Mensch nur sehen kann. Und ich bin zurück nach Deutschland geflogen und weiß, ich habe gar keine Probleme. Bin dann eines Morgens aufgewacht danach. Meine Frau hat sich beschwert. Ich weiß nicht mehr wegen was. Voll die schlechte Laune. Und ich habe sie gesagt, du hör mal zu. Ich war so und so viele Tage in der Türkei. Ich habe tote Menschen gesehen. Ich habe tote Kinder gesehen. Ich habe tote Mütter gesehen. Ich habe Familienmitglieder gesehen, die zusehen mussten, wie ihre Familienmitglieder aus dem Baggerkran rausgehoben worden sind. Ich habe Menschen schreien hören in Beton. Ich habe alles gesehen. Ich habe zu ihr am Morgen dann gesagt, das habe ich ihr gesagt, da habe ich zu ihr gesagt, egal was hier ist, was hier, ob du schlechte Laune hast, ob dir gerade was auf den Sack geht, ob Nadine, Natascha XY das und das gerade macht oder ob du gerade deine Tage hast, das sind alles gar keine Probleme. Also, weiß dein Leben zu schätzen und genieß deinen Tag. Und seitdem weiß ich, liebe Community, regelmäßig, einmal im Jahr oder so, irgendwie, wie man kann natürlich, nichts ist Pflicht, bla. Aber ich kann euch nur raten, geht irgendwo hin, wo ihr helfen könnt, Menschen, denen es nicht gut geht. Und dann wisst ihr immer wieder, boah, ich habe ein geiles Leben, Digga. Es gibt nämlich immer einen da draußen, den geht es schlechter als dir. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich glaube, das, was hier probiert wurde zu machen, ist das, was immer probiert wird zu machen, ist, den Islam so gut wie möglich ins schlechte Licht zu rücken. Diese beiden wollten dich in eine Falle locken. Ich kenne keinen in meinem Umfeld, der den Islam irgendwie schlecht reden will. Habe ich noch nie in meiner Umgebung erlebt. Vor allem auch, weil ich überwiegend islamische Freunde habe.
natürlich sagt er jetzt, ja, kein Wunder, kann ja auch nichts Schlechtes passieren. Doch, ich reise ja viel um die Welt, geschäftlich, privat. Ich glaube jetzt nicht. Also, es gibt wahrscheinlich einige, die sagen, ja, der Islam so schlecht hier, die ist das. Aber ich würd das jetzt nicht als typisch bezeichnen. Also, ich kenne das in meinem Umfeld gar nicht, in meiner Umgebung. Klar, ich kann mir vorstellen, so die beim ZDF sitzen, also nicht die, nicht ZDF selbst, sondern dass da gewisse Leute dann eingeladen werden und die stellen dann eine ganz komische Frage und haben dann auch sehr krasse Vorurteile. Ja, Frauen werden geschlagen, hier, da, Mord hier und besteinigt und was auch immer, was da für komische Sachen sind. Aber ich werde das jetzt nicht so unterschreiben, was ich da gerade gehört habe. Und was ich jetzt nochmal ganz kurz sagen wollte, um das kurz mal abzurunden, und ich glaube nicht, beziehungsweise ich weiß es schon fast, ohne mit Leroy darüber geredet zu haben, dass Leroy definitiv nichts gegen den Islam hat, zu 110.000%. Versteht ihr? Also, das kann ich fast so blind unterschreiben. Ich weiß, suche die Wahrheit, bevor du urteilst und entscheidest, aber so wie ich Leroy einschätze, so wie er über Themen redet und so viel wie er toleriert, dieser Junge, glaube ich das nicht, dass er Moslems schlecht darstellen will im Video. Auf keinen Fall. Hätte er was gegen Muslime, würde er auch keinen Mark Gebauer einladen. Jetzt würden andere sagen, ja, aber verklickst du da alles? Gibt es auch solche wieder. Zumindest ist er klug genug, um seine Gedanken für sich zu behalten. Der hat ja bestimmt auch Moslems Zuschauer. Und will man ja nicht vergraulen. Ich verstehe jetzt, was du mir sagen möchtest. Ist aber auch ein Satz, mit dem man sehr vorsichtig sein muss. Aber es kann ja sein, dass jemand sich mit der Religion Islam nicht identifizieren kann. Ja, und wir nennen das jetzt mal, er mag den Islam nicht. Aber ist ja auch okay. Wenn ein Mensch mit dem Islam nichts anfangen kann oder wenn er den Islam nicht mag, ist das so. Und derjenige muss es ja auch nicht jedem auf die Nase binden. Langt ja, wenn er es selber weiß. Und es dann für ihn auch so ist. Menschen können ja denken, tun und lassen, was sie wollen, solange die jemand anderem damit nicht wehtun, zwingen oder sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Man muss nicht jedem seine Meinung auf die Nase binden. Und klar, es gibt Menschen, die sagen, der Islam ist das und wollen es negativ werten. Es gibt auch Menschen, die sagen, weil ich ein Deutscher bin, hab eine Glatze, gibt es bestimmt der ein oder andere draußen, was für ein Nazi. Obwohl er noch nie mit mir geredet hat. Gibt es auch. Es gibt immer voll die Deppen, die haben Vorurteile. Aber ist auch okay, aber solange die mir damit nicht auf den Sack gehen. Ich vergleiche das mit dem Kampfsport, okay? Es gibt Kampfsportler, die sind sehr bescheiden, die haben eine tolle Art. Und es gibt Kampfsportler, die sollten gar keinen Kampfsport machen dürfen. Versteht ihr, was ich sage? Es gibt Kampfsportler, die nutzen den Kampfsport aus. Und so ist es überall. Ob es in der Religion ist, ob es im Geschäft ist, ob es beim Sport, Kampfsport, sonst wo ist. Es gibt Menschen, die sollten da eigentlich gar nicht rein. Aber wo das Gute ist, ist auch das Böse. Versteht ihr? Es ist leider so. So ist es auch in der Religion. So ist es überall. Es gibt Menschen, die sind toll, fantastisch. Und es gibt Menschen, die gehören da eigentlich gar nicht rein. Das gibt es überall. Lass es uns kurz und schmerzlos machen. Mein Team hat deine Vorwürfe mit dem Rohmaterial vom echten Video gegenübergestellt. Genau, das ist das Problem. Wenn die falschen Leute vor der Kamera sitzen, ey, das ist manchmal ein Problem. Und ihr wisst, was er bei Manuelsen gesagt hat, ne? Das ist halt auch, was ich eben ausdrücken wollte. Du kannst ein Christ sein, wie du möchtest. Du kannst ein Moslem sein, wie du möchtest. Man macht trotzdem immer wieder Fehler. Man macht Fehler. Das heißt nicht, weil du ein Moslem bist, bist du perfekt. Ich kenne Menschen, die sagen, ja, guck mal, der hat das und das gemacht, obwohl er Moslem ist. Alter, er ist auch ein Mensch. Auch ein Moslem, ein Christ, ein was auch immer. Wir machen Fehler. Nur weil ich ein Moslem bin, heißt das doch nicht, dass ich jetzt keine Fehler mache. Ich bin doch jetzt hier nicht irgendwie vom Himmel gefallen und bin hier der reinste Mensch auf Erden. Und dieser junge Mann gerade, der hat einfach einen ganz großen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Das hätte er nicht machen sollen. Das hätte er echt nicht machen sollen. Ja, er hat einen sehr gewaltigen Fehler gemacht. Und jetzt muss man halt, ich bin dann so, nicht böse urteilen. Warum hat er diesen Fehler gemacht? Ich glaube, es liegt einfach nur daran, weil er ist von seiner Religion überzeugt, was ich gut finde. Und er möchte es natürlich so überzeugend wie möglich bringen. Was ich nur nicht gut finde, ist, dass sie dann sagen, die wollten dich in eine Falle stellen. Hier, da, versteht ihr? Und dann kommt die Wahrheit raus und er hat einfach den Fehler gemacht. Das ist ein ganz großer Fehler. Damit ist nicht zu scherzen. Was ich sagen wollte noch ist, er will natürlich seine Religion vertreten nach außen hin. Er will überzeugend wirken. Und er hat niemals damit gerechnet, dass das Rohmaterial irgendwann mal gezeigt wird. Er hat es in seiner Sicht, gehe ich jetzt stark von aus einfach mal, er wollte aus seiner Sicht einfach den Islam
mit seiner Persönlichkeit bestmöglichst vertreten. Das war so seine Mission. Und natürlich ist ihm das so nicht gut gelungen, muss man halt leider sagen. Er hat gepokert und verloren, das hast du richtig gesagt. Ja, er hat in dem Fall gepokert, ja. Deswegen, bitte, ich sag euch eins. Merkt euch auch diesen Satz. Ich bin kein weiser Mann, bla bla bla. Ich spreche nur aus meiner Erfahrung. Achtung, auf Lügen kann man keine Wahrheiten bauen. Stellt euch vor, ihr baut ein Haus und die Steine sind voller Lügen. Was sind da die Lügen? Die Lügen können sein Risse in den Stein. Die sind porös, teilweise gebrochen, nur einander geschoben, dass sie so aussehen, als wären sie ein Stein. Und die habt ihr unten alles schön als Fundament hingelegt. So, und jetzt, weil man unten nicht so viel sieht, kommen oben die guten Steine. Die ganzen Wahrheiten kommen drauf. Was passiert? Die Lügen brechen und fallen irgendwann zusammen. Und das Kartenhaus stürzt ein. In dem Fall kann das auch ein Betonhaus sein, weil Steine genommen bzw. Lügen, auf denen du deine Wahrheit raufstellen möchtest, raufbauen willst. Ja, und irgendwann stürzt alles ein, weil du kannst auf Lügen keine Wahrheiten bauen. Es funktioniert nicht. Es kommt nicht immer, vielleicht auch ganz weit sehr spät, aber es kommt meistens fast immer raus. Bitte merkt euch das. Auf Lügen kann man keine Wahrheiten bauen. Und lässt sich dort die Beine aufschlitzen und dann die Oberschenkelknochen aufsägen, um seine Beine verlängert zu bekommen. Als ich auf TikTok habe ich sein Video gesehen, meine Frau auch, weil meine Frau sagte zu mir, was ist denn mit Leroy los? Ich sage, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil ich weiß, wenn ich mich damit beschäftigen muss, vergeht Zeit. Und zwar ein Video gucken, was knapp 1,5 Stunden geht als Beispiel. Oder 12 Stunden. Ich sagte, ich weiß das nicht. Schatz, guck, gib mal bei YouTube ein. Da gibt es schon ein paar YouTuber, die haben über ihn geredet. Finde mal selber. Weil ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen. Und als ich den Typen auf TikTok gesehen habe mit dem verlängerten Bein, dachte ich mir, was? Sowas hat Leroy abgezogen? Wenn das stimmt, ist er ein richtig dreckiger. Das war mein Gedanke. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Leroy darf das jetzt auch irgendwie sagen, weil er sitzt im Rollstuhl. Also, ich muss jetzt sagen, es ist schon sehr witzig gerade, was hier gerade stattfindet. Ein gesunder Mensch hat sich die Beine operieren lassen, läuft wie eine Ente. Dann kommt der Rollstuhlfahrer und sagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde das gerade übelst witzig, muss ich leider sagen. Also sorry, wenn das vielleicht nicht angebracht ist, aber ich finde es gerade witzig. Aber ich muss wirklich ein großes Dankeschön an mein Team ausrichten, denn die haben vor ein paar Jahren angefangen, dass nämlich jeder, der zu Gast war, ein paar Tage später gefragt wird, wie er den Videodreh denn überhaupt fand. Ich war ja auch zweimal beim Dreh dabei, Leroy. Das prüfe ich jetzt. Nein, das war ein Spaß. Also ich kann euch sagen, er hat mich tatsächlich danach gefragt. Uwe, wie war das für dich? Bla bla bla. Ich so, oh, voll krass, interessant, weil voll neu für mich. Ich habe mich noch nie so geöffnet und so. Also was haben wir persönlich gemacht. Hi, also hier ist der Leon. Ich war gestern beim Leroy im Video und das Video ist ja für euch, dass ihr so einfach meine Meinung hört über die Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, ich fand die Zusammenarbeit mega. Also es hat richtig Spaß gemacht und ist mega einfach von der Bühne gelaufen, sage ich mal. Also der Schreibkontakt mit der über WhatsApp war mega easy. Also entweder ist der Typ komplett verballert. Wie kann man einen TikTok raushauen, wo man Leroy schlecht redet, wo man sagt, ich bin so prima gelaufen, laufe aber immer noch wie frisch operiert gefühlt. Obwohl er doch weiß, er hat dem Leroy mal ein Video geschickt, wo er sagt, ah, das Team, das war so super, der Dreh, der war auch voll klasse, alles war zuvorkommen. Und ja, wir haben nur noch mal miteinander gesprochen und es war alles richtig toll. Ich wurde herzlich empfangen. Also wie bescheuert muss man sein? Wie bescheuert muss man sein? Ein Video losschicken, wo man Gott und die Welt lobt bis ans Unermessliche, dann ein TikTok hochladen, wo man die größte Scheiße erzählt. Die Lügen haben kurze Beine, ja. Das passt jetzt wohl wieder, Chat, ne? Also da, ihr müsst echt aufpassen auf der Welt. Es gibt echt Spinner da draußen, das ja, Klicks machen. Ja, nach einem Andy Warhol-Zitat. Kannst für 3 Minuten berühmt sein, das war's dann aber auch. Hat sich dann erledigt. Unangenehme Situation hier gerade. Auch Fahrtkosten würden sie nicht übernehmen. Als ich das auf TikTok gesehen mit den Fahrtkosten, dachte ich auch so, wie, du lädst einen Gast ein, wie, keine Fahrt. Da dachte ich auch, wenn das stimmt, ne, dann ist wirklich Feierabend bei mir. Jetzt bin ich auch wieder gespannt, was kommt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Geil, der haut hier die Beweise raus, so. Das Einzige, was daran stimmt, ist, dass es hier noch nie Gagen gab, sondern Aufwandsentschädigung. Und das ist für solche Interviewformate auch vollkommen normal. Wir buchen hier nämlich keine bezahlten Schauspieler. Stattdessen freuen sich Menschen, wenn sie hier teilnehmen dürfen und vor so vielen Zuschauern ihre eigene Geschichte erzählen können. Ich sage euch ganz ehrlich, ne? Ich kann mich da nur wiederholen. Wie verplant muss man sein, einen TikTok so online zu stellen, obwohl man doch alles gemacht hat, dass es reibungslos läuft. Also bescheuert muss man erstmal sein. Ich finde das echt gut, wie er hier
Zum Glück hat er die Beweise, ne? Also musst du auch mal sagen. Also ich musste sagen, Leroy ist wirklich ein cooler Rollstuhlfahrer. Ich habe ihn dann auch immer gefragt, keine Ahnung. Kriegst du Muskelkater? Solche Fragen habe ich gestellt, weil ich wollte checken. Ich sagte, Massi, kriegst du dich Muskelkater? Ich sagte, nö, gewöhnt man sich dran. Und dann kann er so Moves machen, so, du redest dann mit ihm und dann wackelt er da so rum und stellt sich da so irgendwie so balanciert da mit seinem Ding da rum. Und oder wenn er so ins Auto steigt, war ich mir auch so unsicher, ey, soll ich dir helfen? Und so, nee, nee, Junge, mach keinen Kopf. Ich mach das schon. Also er ist ein richtig lässiger, cooler Rollstuhlfahrer. Das kann ich von Leroy halt sagen. Also das ist wirklich so. Und nein, das hier ist kein April-Scherz. Das hier ist tatsächlich nach 7 Jahren mein letztes Video gewesen. Und vielleicht ein bisschen schade, dass ich in so einem besonderen Video dann auch über so ein paar negative Sachen sprechen musste. Aber Fehler gehören halt zum Leben dazu. Also abschließende Worte zu dem Video, was wir jetzt gesehen und gehört haben. Ich bin halt darauf gekommen, mir das anzugucken, weil ich von anderen YouTube-Kollegen irgendwelche Ausschnitte, Sätze gesehen, gehört habe, wo ich mir dachte, das kann nicht sein. Wenn das stimmt, dann ist er echt ein fieses Schwein. Ich habe mit Tobias im Auto telefoniert, habe zu ihm gesagt, ich muss mir das heute mal komplett angucken. Ich bin gespannt. Ich gucke mir das heute an. Das kann nicht sein. Jetzt habe ich sein Video angeguckt und ich muss sagen, Leroy hat sehr, sehr sachlich gesprochen. Er hat alles widerlegt, glaube ich, was man oder was er aus seiner Sicht widerlegen musste. Ich weiß nicht, ob er irgendwas vergessen hat. Ich kenne auch nicht alles. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Betroffenen in dem Video, wie sie sich da natürlich äußern, wie zum Beispiel Marcel oder so, was er jetzt sagen wird. Ob er sich entschuldigen wird, ob er es ignorieren wird oder was weiß ich. Ich werde es, glaube ich, mal verfolgen. Ich werde mir das alles angucken. Und ein sehr anständiges, sachliches Video, wo er alles widerlegt hat. Ich weiß nicht, was es noch gibt oder Vorwürfe, aber nach dem Video muss man Leroy einfach mal wirklich ohne Witz Glauben schenken. Und wie das TikTok-Video von dem Leon mit der Beinverlängerung oder auch der seine Religion vertreten wollte, dass sie ganz klar gelogen haben durch den Beweis mit dem Rohmaterial oder durch das Feedback-Video von dem Leon und so weiter und so fort. Sehr, sehr stark gemacht von Leroy. Besser hätte man es nicht machen können. Dass Leroy aufhört, ist irgendwie erstmal sehr, sehr schade, muss ich echt sagen. Ich habe im Gefühl, er wird irgendwann zurückkommen. Aber dazu kenne ich Leroy zu wenig, um irgendwie sagen zu können, er zieht das durch, dass er nicht mehr wiederkommt. Ich kann es mir allgemein deswegen nicht vorstellen, weil er sich was sehr Tolles damit aufgebaut hat. War eine sehr schöne Reaction mit euch, muss ich ganz ehrlich mal sagen.